Das ist ihre Zeit. 6 Uhr morgens in Bosniens Hauptstadt Sarajevo. Franziskanernonne Magdalena Schildknecht verlässt ihr Kloster auf dem Weg zur Arbeit. Sie tut, was heute unüblich ist in der Stadt der Minarette, Kirchtürme, Synagogen. 17 Jahre nach Ende des Krieges, Jugendarbeit für alle, egal welcher Religion, als Schweizer Nonne. Morgenbesprechung im Drogenpräventionsverein Narconais. Die Sozialarbeiterinnen sind Muslime, Katholikinnen oder gar nicht gläubig. So richtig weiß sie das gar nicht. Also wir sprechen halt nicht drüber. Weil das ist ja das Spezielle, denke ich, bei unserer Situation. Speziell, denn 20 Jahre nach Beginn des Bosnienkrieges sind zwar viele Kriegsschäden verschwunden, doch im einst multiethnischen Land gehen nach 11.000 Opfern allein in Sarajevo viele getrennte Wege. Fast 4 Jahre lang hatten sich die Bewohner der Stadt gegen die Belagerung durch serbische Truppen von hier oben gestemmt. Das Zusammenleben dort unten Ziel serbischer Scharfschützen. Das Multikulturelle der orthodoxen und katholischen Kirchen, Synagogen, Moscheen. Heute ist Sarajevo eine muslimisch-bosniakisch dominierte Stadt mit einer größeren katholischen Minderheit. Die meisten Serben leben separiert im Osten Sarajevos. Der Friedensvertrag von 1995 beendete den Krieg und jeder musste Kompromisse machen. Ein Ziel der Kriegstreiber aber sei erreicht worden, sagt ein theologischer Vordenker der Stadt, Franziskanermönch Ivan Šarčević. Die aktuelle Lage ist traurig. Menschen ignorieren sich. Man will sich nicht treffen. Stellen Sie sich das mal vor. Im Informationszeitalter möchten sich die Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, unterschiedlicher Religion nicht treffen. Es gibt kein Wissen voneinander. Glauben Sie mir, es gibt Menschen in dieser Stadt, die besuchen weder des anderen Kirche noch Moschee. Leute aus dem Ausland sagen, redet miteinander. Doch nicht einmal Politiker tun das hier, geschweige denn offizielle Vertreter der Religionen. Schwester Magdalena versucht das zu durchbrechen, an der Basis wie hier in einer Schule außerhalb Sarajevos. Seminar mit Schülern, die Mentoren für noch Jüngere werden wollen. Wir wollen einen Kreis bilden, in dem wir uns an den Händen halten können. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und hierher zu kommen. Einen Kreis bilden, sich an den Händen halten. Die Schüler sollen eine rote Kordel vom einen zum anderen weiterreichen und sich dabei nicht loslassen. Einfach eigentlich. Doch die Übung rührt am grundsätzlichen Gemeinschaft, die fehlt in Bosnien von heute. Schüler unterschiedlicher Ethnien gehen in Bosnien meist in getrennte Schulen. Schule hat durch den Krieg auch einen starken Bruch erlitten. Dann ist die Schule ein Politikum geworden. Mittel zur ethnischen Teilung. Zurück in Sarajevo, im Hochhausviertel aus der Zeit des jugoslawischen Sozialismus. Sozialarbeiterin Aida Breda von Schwester Magdalenas Organisation holt Haris ab. Einmal die Woche macht der 18-Jährige im Altenheim Freiwilligendienst. Die Rentner hier sind Muslime oder Katholiken, die meisten aber Atheisten. So wie früher einmal im ehemaligen Jugoslawien. Sie leben die Vergangenheit vor dem Bosnienkrieg. Haris muss mit dem nationalistischen Alltag draußen zurechtkommen. Er war einmal Hooligan unter Nationalisten. Das spielt hier keine Rolle. Hier geht es um das Potenzial der jungen Leute. Die Älteren geben ihre Lebenserfahrung weiter. Sie und unsere jungen Freiwilligen unterstützen sich gegenseitig. Ein wenig Hoffnung. Doch draußen ist das anders. In Sarajevos Vorstadt. Ich kenne Leute, die können sich das nicht vorstellen.
dass Kroaten oder Serben hierher in eine muslimische Nachbarschaft ziehen. Die können das einfach nicht akzeptieren. Den 18-jährigen Haris, sagt Schwester Magdalena, habe sie schon betreut, da war er noch ein Kind. Deswegen macht sie das. Seit 10 Jahren ein Windmühlenkampf gegen die Nationalisten um die Herzen der Jugendlichen. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass sie sich parteipolitisch engagieren, sondern dass sie wirklich beitragen, dass sich eine demokratische Gesellschaft entwickelt. Vielleicht klappt es ja mit der nächsten Generation im heute so getrennten Land der katholischen Kroaten, muslimischen Bosniaken und orthodoxen Serben.